Die Stadt Langenhagen bei Hannover baut neue Bänke und pflanzt Bäume. Das Problem, sie stehen mitten auf einem Radweg. Dr. Reinhard Spörer vom ADFC testet für uns die Strecke. Ja, hier ist ein Streifen, auf dem können Kinder gut Radfahren. Und auf einmal hört es hier auf, da steht hier mittendrin eine Bank. So, da müssen also die Kinder jetzt hier außen rum und da hinten geht es wieder rein. Da ist der Streifen zu Ende. Ausgerechnet vor einer Grundschule stehen die Bänke und Bäume. Ja, wenn die Kinder nicht Radfahren und immer Kurven fahren müssen, fallen sie halt um. Und was dann passiert, weiß jeder. Radfahrunfälle, da passiert was. Ja, nachts ist es schwierig, weil beleuchtet ist hier schon, aber die Bank ist ja sehr dunkel und rot erscheint bei Dunkelheit schwarz. Das heißt, rot sieht man nicht, sondern man sieht dann schwarz und dann sieht man die noch schlechter. Und das ist natürlich mitten auf einem Weg hier sehr schlecht, wenn da auf einmal schwarze Hindernisse sind. Offiziell ist hier ein Fußweg, auf dem Fahrradfahren aber ausdrücklich erlaubt ist. Wer sich also nicht in die 30-Zone zwischen Autos und Busse traut, fährt auf dem Bürgersteig. Bis vor die Bänke und Bäume. Schildbürgerstreich. Morgens, wenn ich hier zur Arbeit fahre, ist hier so viel Verkehr, dass auf die Radfahrer überhaupt keine Rücksicht genommen wird. Also da ist man wirklich gefährdet. Schwachsinnig. Also unnütze Geldausgabe mit Kind, Hund und Kinderwagen sehr problematisch. Und unmöglich. Ja, das haben wir gar nicht gedacht, dass sowas passieren könnte. Wir haben auf erst gedacht, Radfahrweg, voll auf dem Radfahrweg. Wir haben erst gedacht, eigentlich? Die hätten sich vertan, nicht? Und gerade Kinder morgens um 8 Uhr, wenn der Schulbetrieb hier anfängt, ja, die wissen auch gar nicht, wie sie fahren. Ne? Dann geht man hier gerade Gassi mit dem Hund und dann kommt einer von hinten angeheizt mit dem Fahrrad und schlenken hier noch rum. Es ist wirklich unglücklich und gefährlich. Die Bänke auf dem Radstreifen waren so nicht geplant. Wegen unterirdischer Leitung sei es nicht anders gegangen, sagt Stadtsprecherin Juliane Stahl. Unglücklich ist es in dem Augenblick, dass wir hier halt noch die optische Trennung zwischen zwei Bereichen haben. Bestimmte Sachen brauchen auch ihre Zeit, um eventuell Gewohnheiten mal neu zu denken. Und in dem Augenblick ist es ja eventuell auch für Radfahrende durchaus attraktiv, zu wissen, sie sind berechtigt, die Fahrbahn mitzunutzen und dass vielleicht auch der eine und die andere sich in dem Augenblick bestätigt fühlen, sich auch Raum zu nehmen, der ihnen als Verkehrsteilnehmer auch oder Verkehrsteilnehmerin zusteht. Aber gefährlich ist es schon, oder nicht hier, diese Bänke? Dazu kann ich Ihnen nichts sagen. Also das hängt davon ab, mit was für einer Geschwindigkeit Sie unterwegs sind. Der ADFC ist für einen Abbau der Bänke. Also nach dem Sommerferien, vielleicht zum Schulanfang im neuen Schuljahr. Das ist noch ganz schön hin, ne? Ja, es dauert. Ich meine, die Bäume sind ja auch recht kräftig. Die müssen ja erstmal rausgerissen, rausgezogen und umgesetzt werden. Das geht also nicht in 5 Minuten. Im Rathaus wird nun geprüft, was mit den Bänken passiert. Bis dahin heißt es, Schlangenlinien fahren.